immer noch stärker gemacht. Also dieses von den Profis zu Amateuren, von Startelf wieder nicht im Kader. Und das sind immer so Dinge, wo ich mich auseinandersetzen musste. Ich bin froh, wie es dann auch schlussendlich gelaufen ist. Mir war das Wichtigste ein Verein, wo meine Hilfe und meine Spielweise einfach auch braucht. Und da Darmstadt dann schon ein paar Wochen vor dem Transfer einfach auch Interesse gezeigt hat, war für mich das dann kein langes Überlegen. Dann hatte ich ja ein gutes Gefühl und dachte, das könnte gut passen. Und meistens ist es das erste Gefühl auch das Richtige, und bisher hat mich das Gefühl auch nicht enttäuscht.